Dann habe ich um 18 Uhr noch einen Termin und dann ist Feierabend. Nach 21 Jahren endet am 30. Juni die Amtszeit von Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper. In einer Sondersitzung des Stadtrates übergab Trümper die Amtskette an die designierte Oberbürgermeisterin Simone Borris. Somit kann Trümper nun seinen Ruhestand genießen. Ich fühle mich dabei gut und bin gelassen und froh und natürlich auch froh darüber, dass die Verantwortung jetzt weg ist. Aber ich werde natürlich trotzdem im Herzen die Stadt ein bisschen weiter verfolgen. Simone Borris ist die erste Oberbürgermeisterin der Stadt Magdeburg. In der Sitzung folgten ihre Ernennung, Vereidigung und Verpflichtung. Ich habe voll Lust, morgen anzufangen, dann eben mich in die Sachen einzuarbeiten, die ich noch nicht so gut beherrsche. Also ist eine Last erstmal abgefallen. Es ist ja doch gestern die Verabschiedung vom OB, heute die Amtsübergabe. Es ist aufregend und ich bin jetzt erstmal ein bisschen erleichtert und werde jetzt irgendwo meinen Mann nachher suchen und einfach mal mich irgendwo hinsetzen und Luft holen. Kompakt Media wünscht Dr. Lutz Trümper einen erholsamen Ruhestand. Und Simone Borris eine erfolgreiche Amtszeit als Oberbürgermeisterin.